Servus Leute, es gibt wieder ein neues Baukastensystem von Odenwulf, das Nikrom, das Telom. Bisschen spät, es gibt schon etliche Videos, aber nicht von mir. Deswegen wollte ich noch eins nachdrehen, es ging nicht früher. Wenn ihr trotzdem Lust habt, euch die beiden Werkzeuge mal anzusehen, dann bleibt's auf meinem Kanal, bleibt's dran. Und vorher nicht vergessen zu abonnieren, die Glocke aktivieren und einen Daumen hoch geben und einen runter und Kommentare einfügen und das ganze Zeug, wie man halt so bei YouTube machen muss. Bleibt's dran. Vorher möchte ich noch hinweisen, dass alles, was ihr einkauft, ein Teil davon an die Kinderkrebsstiftung geht und das ist ganz wichtig. Auch interessant sollte sein, wenn ihr Bären 10 eingibt, dann kriegt ihr 10% Rabatt auf jedes Messer. Fangen wir mal mit dem Nikrom-Klappmesser an. Ja, es hat eine Kydex-Scheide dabei. Wenn man möchte, kann man sich ja aussuchen im Baukastensystem. Und wie ihr gerade festgestellt habt, die hält halt extrem gut, da tut sich nichts wackeln. Hat hier einen Hosenclip dran, der ist auch relativ robust. Ja, das ist jetzt hier die Version mit dem kleinen Nagelhau, hat einen Flachschliff. So sieht das aus. Und gleichzeitig habe ich noch das mit dem großen Nagelhau und den bevorzuge ich auch optisch. Gefällt mir sehr gut. D2 Stahl natürlich, so wie gewohnt mittlerweile bei Odenwulf. So sieht man es nochmal ganz schön. Einmal mit großen Nagelhau und einmal mit dem kleinen Nagelhau. Und ja, die Griffschalen, die kann man sich dann eben aussuchen hier im Baukastensystem. Wie gewohnt bei Odenwulf, wunderschöne Verpackung hier mit dem Reinigungstuch, Kärtchen, die Kinderkrebsstiftung. Ja, so allgemein ein wunderschönes Messer. Die Klinge ist aus D2 gefertigt, hat 97 mm Länge, 4 mm Dicke und wiegt ca. 121 Gramm. Ist auf jeden Fall ein schönes Messer, aber was mir besser gefällt, das ist das Telom. Das zeige ich euch jetzt. Wie ich gerade schon erwähnt habe, das Telom ist einfach irgendwie ein schöneres Messer. Ist auch viel griffiger und einfach ja, größer halt das Ganze. Auch mit D2 Stahl, hier der lange Nagelhau. Die Version gibt es natürlich auch mit dem kleinen Nagelhau. Ich finde halt der mit dem großen einfach immer schöner. Es hat was, gefällt mir gut, ja, also hier oben auch die Einkerbung für den Daumen zum Druck ausüben, wenn man schnitzen möchte. Wo kann man das Werkzeug benutzen? Ja, ist natürlich also idealer Outdoor-Begleiter und ich stehe sowieso auf Klappwerkzeuge, das finde ich ganz toll. Auch mit Kydex-Scheide, hier im Baukastensystem verschiedene Griffauswahl möglich. Ja, klasse Ding und da wackelt auch nichts. Hier sieht man noch mal ganz gut den Größenunterschied vom Telom und Nikrom. Hier noch mal mit der Kydex-Scheide, wunderbar. Ich hätte jetzt lieber einen Olivengriff, aber gibt es auch in Schwarz oder Oliv, wie ihr wollt. Das Ganze könnt ihr euch ja aussuchen. 220 mm ist das ganze Messerchen insgesamt lang. Oh, die Kydex-Scheide hält auch extrem gut. Das Gewicht sind so ca. 188 Gramm. Lange Rede, kurzer Sinn, nachschleifen ist immer ganz gut, kann man auch einfach machen bei dem Stahl hier und bei den Messern. Beide Messer sind super, kann man nicht meckern und ich bevorzuge allerdings das Telom, das größere. Schon ein schönes Teil. Ja, schaut bei mir in die Infobox rein, da ist der Code nochmal, denkt daran Bären10, dann kriegt sie 10% Rabatt. Bei einem Warenwert von 100 Euro kriegt sie noch ein Geschenk dazu, also ein gratis Messer sogar. Schaut auf jeden Fall bei Odenwulf rein, wenn ihr Interesse habt. Ansonsten, wir sehen uns bei mir das nächste Mal auf meinem Kanal. Draußen irgendwo oder drin, je nachdem. Bis dann. Ciao.